Dach zusammen. Monika Salchow und der Kölner Musikladen sind heute am Karnevalsdienstag. Das ist ganz wichtig, dass ich mal das sage, dass wir nämlich Karnevalsdienstag haben. Wir sind in besonderer Mission unterwegs. Wir befinden uns auf einem Schiff, genauer gesagt auf dem Rhein-Roxy. Und die besondere Mission ist, wir werden hier mit ganz viel Glück den Nubbel verbrennen. Indes, wir haben den erstmal nicht gefunden. Wir haben nach links geguckt, rechts geguckt, der Gangway rup, wo auch keine Nubbel. Und dann haben wir noch Bove gelohrt. Und voilà, the Nubbel. Monika Salchow vom Kölner Musikladen. Ich würde Sie ganz gerne, bevor Sie Ihren großen Auftritt haben, noch mal befragen, wie geht es Ihnen jetzt? Hätte Rot verloren, das nächste muss. Frank Engels, Besitzer vom Rhein-Roxy, hier das Bachtischiff, haben wir eben schon gesagt. Wir wollen heute vom Kölner Musikladen hier die Nubbelverbrennung miterleben. Aber wir wissen ja nicht richtig, wie das hier abgeht. Ja, wir haben das dieses zweite Mal mit den Karnevalisten zusammen hier platziert. Wir hatten bis vor 2 Jahren dienstags zu, aber dann haben die Club der Kölner Karnevalisten haben uns gefragt, ob wir nicht dienstags hier so einen Sessionsausklang machen können und haben da mit unseren Gästen verbunden und haben gesagt, okay, dann machen wir Nubbelverbrennung, weil der Hannes Blum hätte mich letztes Jahr von Blum und Blömsch hätte mich gefragt, hör mal, kann ich doch Pastor machen? Sag ich gerne, am besten finden wir nicht. Ja, und dann werden wir nachher so um 11:30, 12 Uhr, denke ich mir, der Nubbel verbrennen. Da werden die Sünden dann begraben vom Karneval, ne? Und das ist eigentlich gut angekommen. Ich denke, dass man da irgendwie auch eine Tradition draus machen sollte, hier den Dienstag im Rhein-Roxy den Sessionsausklang zu machen. Spekulierung. Spekulare. Dosexierung. Danke, Hannes. Lass uns auf diesem Grunde folgendes Lied anstimmen und ich hoffe, dass jetzt alle mitsingen. Ja. Och, was war das früher schön, doch in Kolonia, wenn der Franz nimmt dies noch an. Lieg auf! Einer von den schönen Dingen des Lebens hat vorhin nichts abkriegen. Und zwar ist das unser lieber Sabatius Amadeus Nobelinus Kurt Nobel genannt. Die ganze Fastelovenstag hätte hier in der Ecke gesessen auf dem Schiff und nur blöd rumgegrinst. So. Darum stimmen wir jetzt das Lied an, was unsere Nummer in der ganzen Sing am liebsten geholt hat. Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Wir sind stolz darauf, uns wird keiner klein. Du fühlst dich an jeder Eck, ne ganz besondere Jeck. Wir sind Kölsche aus Kölle am Ring. Lied auf. Wollen wir jetzt unsere sündigen Gedanken dem nächsten Nummer zuwenden, der auch hoffentlich wie dieser hier, Servatius Amadeus Nobelinus, im nächsten Jahr Schautrau an gleicher Stelle aufgehen wird, stimmen wir mit dem Abschiedsgesang ein und erstarren in Andacht. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ich höre von Teuren, sie brechen entzwei. Von all deinen Füßen darf ich nichts mehr wissen.
frische und klare. Denn der arme Nubbel, der muss brennen, ein Flennen. Trinke mir der letzte Schabau. Ja, so viel mehr Kölsche Jäcke, denn wir sind nach Kölsche Brot. Wenn man durch die Straße trägt, ja, dann geht er. Ich wünsche einen schönen Abend. So, das Wort, Monika Salcher und der Kölner Musikladen sagen Tschüss. Das war die Nobelverbrennung. Das war der wo auch für die Session. Wir sagen Tschüss. Das Einzige, was wieder geht, ist der Kölner Musikladen 7 Tage die Woche geöffnet, 24 Stunden. Tschüss. Die letzte Tüte, die letzte.